So, willkommen zurück. Wir machen die nächste Aufgabe, der Knochensammler. Wir sollen anscheinend 7 Knochen sammeln in der 46-Plus-Zone. Das Ganze nehme ich gerade auf im Livestream. Dann, also nicht wundern, wenn ich kurz mal mit dem Stream rede, beziehungsweise mit dem Chat. Dann seht ihr unten, der Code hat sich ja deutlich verlängert. Erstmal großes Dankeschön dafür. Eben hatten wir zwar wieder einen kleinen Troll dabei, der anscheinend mit 5 Accounts abonniert hat, deshalb steht da schon die 4, 8, 11. Zahl, aber die 12. Zahl gibt es halt erst bei 250 Abonnenten. Also nicht wundern, wenn die 240 erreicht sind, warum es dann nicht schon die 12. Zahl gibt. So, wenn du neu auf dem Kanal bist, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, Battle Royale rettet die Welt. Ich werde halt so das komplette Fortnite-Schema durchnehmen. So, dann gehen wir schon mal rein. Mit dabei habe ich den Rain Quit. Ja, er wird zwar Hallo sagen, aber er kann nicht reden. So, würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Das ist auch eine zufällige, also ruhig immer mit anderen, ihr kriegt mehr EP. Aber ich schätze mal, das ist normal, weil zu wenig Spieler da sind. So, volle Lobby haben wir auch, das ist schon mal wunderbar. Ich denke halt echt, es sind langsam zu wenig Spieler, die noch da sind. Nee, ist ja kein Problem. Also er hat Probleme mit dem Mikrofon und bevor er mir hier rumkratzt und ich ihn dann doch stumm stelle, passt das schon alles. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt dein Abo raus. Ja, langsam haben wir es ja. 250 Abonnenten, dann sind es nicht mehr so viele bis zu den 1000 Kappa. Aber ich denke mal, es läuft alles schon ganz gut. Also ist deutlich mehr, als ich mir überhaupt jemals vorgestellt habe. Weil im Prinzip gefühlt jeder irgendwas über Fortnite macht. Fortnite ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, was man überall hört. Aber ich finde einfach, Rette die Welt macht sowieso Spaß. Und die Lass uns Mission kann gegen man die eigentlich Sturm immer kämpfen. machen. So, Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. einmal stumm, nochmal stumm. Eigentlich wollte ich nur stumm schalten. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier irgendwas ist. Also hier schon mal eine Dingskiste, eine Sturmkiste. Das ist, wenn man 130er dabei hat. Auf ganz entspannt. So, wo sind denn jetzt hier angeblich irgendwelche Knochen? Ah, da hinten. Er hat gerade schon einen Das eingesammelt. ist genau das, was ich suche. Echt? Super, dann suchen wir noch weitere Proben. Ah, hier war einer. Ah, Ah, einfach abbauen. noch ein Knochen für Dennis. Meine Forschung geht ganz gut voran. Du Dun. baust doch keinen Altar oder sowas, stimmt's? Oh, eigentlich nicht, aber gut aufgepasst, Ray. Ah, Ziel hier noch sind nicht noch die gefunden. Öldinger. Ah, das Problem ist, die Knochen sieht man auch relativ schlecht. Eigentlich erst, wenn du schon davor stehst. So. Hä? Was soll denn hier unten drunter? Ach, das sind zwei Knochen. Hat hier einer volle Metz. Geht nicht. Entschuldigung. So. Ah, mit den Knochen muss man ein bisschen aufpassen. Weil die
siehst ja wirklich nicht, außer wenn du direkt davor stehst. Ah, er hat oben zwei gefunden. Ah, hier habe ich einen. Hä? Wieso zählt das nicht? Eine Herausforderung. Such weiter. Wieso hat das jetzt nicht gezählt? Kann es sein, dass er nicht immer Knochen rauskommt oder was? Müssen da eigentlich Knochen sein. Da. So, ist Metallwald auch schon wieder voll. Anscheinend sind da nicht immer Knochen drin. So, jetzt weiß ich erstmal wieder hier irgendwie versuchen rauszukommen. Da. Zwar glaube ich nicht mehr, aber ich hol sie mal mit. Na, der hat da oben auch keine Knochen bekommen. Mensch, bau doch einfach. Hier werden noch mehr als zwei Knochen sein in dem Gebiet. Da oben war er eben schon. Aber scheinbar war es das, was Knochen betrifft. Das ist ein bisschen komisch. Weil die Knochen werden einem ja angezeigt, aber es kommt wohl nicht immer ein Knochen raus. Ja, hier kam ich eben her. Einen werden wir wohl noch finden. Ah, man muss nur meckern.
So, das ist ein Knochen. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Boah, das wird ja eine nervige Aufgabe. Andere machen dann wieder 7 Dinger auf und haben alles. Gute Arbeit. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Ja, in der Zeit, wo ihr baut, gucke ich noch, ob ich irgendeinen Knochen finde, ey. Ah, hier ist einer. Auch kein Knochen. Ey, sein, ey. Oder darf man pro Mission nur 2 Knochen finden? Wieder keiner. Ich glaube, jetzt habe ich schon 7 oder 8 Knochen aufgemacht, in Anführungszeichen, und nicht ein Knochen drin, außer einmal. Ah, hier ist noch einer. Aha. Wow. Gute Arbeit. Ganze 3 Knochen schon. Diese Knochenprobe lieben. Ich frage mich, was er untersucht. Sturmauswirkungen auf die Hüllen? Gar keiner mehr. Vor wem läuft der weg? Das glaubt mir keiner. 3 Stunden später. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Wenn ihr aktivieren wollt, dann aktiviert, dann komme ich. Na, man muss dauernd auf die Minimap gucken. Das ist genug, Blue Glow. So, ich jetzt schon mal 4 Knochen. So, ich komme jetzt. Dass ich noch einen Knochen finde. Dun. Gott, man sieht richtig, dass ein 130er dabei ist. Nur die Lebensanzeigen allein. Ich sehe nicht. Dun.
Oh, nicht immer mittendrin. Entschuldigung. Bam, 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 bam. Nö. Ah, die kommen von der anderen Seite. Natürlich kein Knochen. Ich glaube, ich könnte auf Krampf noch einen Knochen kriegen. Diese dämlichen Hexen, ey. Hast du denn noch keine Aufweg bauen? Ein Mob so nerven kann. Ah, wo ist er? Was für ein Gemetzel, ey. Ich bin ein Bär.
ganz entspanntes Gameplay. Gut gemacht, Kommandant. GG an die Gruppe. Aber ihr habt ja gesehen, mit den Knochen ist nicht ganz so einfach. Weil das mit den Knochen auch relativ mit viel Glück zu tun hat. Aber vom Schaden her kann ich mich eigentlich jetzt nicht beschweren. Dafür, dass ich die Low-Waffe da noch weggehauen habe. Krieg immer die Kiste oder die eins drüber. So, mal gucken, was in den Lamas drin habe. Ich hoffe, was Sinnvolles, ey. Und ich glaube, ich habe jetzt 1300 Tickets oder so. Ich hab die noch nie gehabt. Ich glaube ein, zwei Mal die etwas höhere da. Ich glaube 5er. Oder ich hatte sie schon und keine Ahnung. Aber gefühlt hat man halt immer eine kleine. Zack. Höllen-EP, Überleben-EP. So muss das aussehen. Ah ja. Ja, 30 V-Bucks. So, wie gesagt, Knochen müssen wir jetzt noch 2 Stück finden, aber ich denke mal, das wird zu machen sein. Von den Upgrades habe ich 11 Stück, nur mein normales Level ist zu niedrig. Weil irgendwie nichts ist, was mich wirklich reizt. Ach doch, das kann ich upgraden. Vorratslieferung habe ich eh nie. Der Sturm, ja. Gut, eben habe ich schon gesagt, ich habe nichts. Jetzt habe ich doch nur noch 3 Punkte. So, Forschung. Gut, kann ich das jetzt auch voll hochkloppen? So, dann gucken wir mal, was in den Dings noch drin ist. Ich habe ein komplexes Innenleben. Ja, 2 Stück. Zack. Ja klar, irgendwann ist das Maximum erreicht. Bitte was Vernünftiges. Dieser Gag ist eine Katastrophe. Ach, Verteidiger. Nicht Verteidiger, gegen Überlebende. Danke. Oh. Soll die nicht ganz gut sein, die Liedern, oder? Nahkampfwaffen. Ach, ich brauche Überlebende. Ja, super. Die Waffe hier, die soll doch ganz gut sein, oder? Ja, also ich habe mit ein paar Leuten schon gespielt, die haben die Verteidiger auch in Missionen eingesetzt, also schlecht waren sie dann da doch wiederum nicht. Ah, ich sage, ich sammle erstmal alles. Ich habe die auch nie benutzt, ganz am Anfang, als ich mit Rette die Welt angefangen habe, ja. Aber sonst war es das dann auch schon wieder damit. So, Überlebende. Grün kann weg. Ah, ich sage, Überlebende, ich behalte mir jetzt immer die epischen und die halt dann hochleveln. Weil er sortiert mir das eh automatisch, von daher. So, was haben wir hier noch gekriegt? Ach, die 2 Dings. Ah, ich könnte eigentlich mal die Freunde-EP, aber bei dir bringt mir das eh nichts. Du bist ja schon voll. Bam, bam, bam.
Ja, ich sage, das ist halt auch mein Ziel, deshalb. Die seltenen behalte ich schon gerade mehr. Siehst ja auch Skizzen auch nur, weil sie halt Sinn machen bei der Sturmverteidigung. Ich bin halt jetzt alles so ganz langsam am Hochholen. Aber ich spiele auch Rette die Welt zurzeit auch mit. Weil halt Battle Royale, was die Aufgaben betrifft, so krass reinhaut. Ja, so ist halt auch mein Plan. Erstmal die epischen alle behalten, hochleveln, wenn ich dann merke, das passt, dann mache ich es wieder anders da. So, dann würde ich sagen, war es das aber mit der Folge. Wie gesagt, Knochen, ihr müsst da Glück haben, das ist wie Lotto spielen. Ich habe jetzt eben, glaube ich, gefühlt 10 Knochen aufgemacht. Habe dann im ersten hatte ich direkt einen drin und dann gefühlt 10 Stück überhaupt nichts. Also in dem Sinne würde ich sagen, ich mache dann mal die 2 Knochen hier noch. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Abo da lassen, Like da lassen. Schreibt gerne auch was in die Kommentare. Ich bin dann erstmal raus.